Heimspiels gegen Bayern 04 Leverkusen. Endstand 2:2. Darf die beiden Trainer begrüßen und Gerardo, dich direkt nach deinem Fazit der 90 Minuten bitten. Hallo. Ich glaube, wir haben ein attraktives, ein unterhaltsames Spiel gesehen von beiden Teams. Habe meine Mannschaft sowohl in der defensiven wie auch in der offensiven Phase viel aktiver erlebt als in den letzten Spielen. Ich glaube, wir haben viele Situationen gehabt, wo wir es verpasst haben, die Aktionen gut zu Ende zu spielen. Haben auch viel mehr Balleroberungen auch erzwungen oder Fehler erzwungen beim Gegner. Also von dem her sehe ich eine klare Leistungssteigerung. Ich glaube, wenn wir effektiver sind, dann wäre mehr möglich gewesen. Aber durch den Spielverlauf, 2:1 hinten, dann das 2:2 zu machen, große Moral der Mannschaft. Auch am Schluss hatten wir noch die ein oder andere Situation. Ich glaube, da muss ich der Mannschaft ein Kompliment machen, dass sie nie aufgegeben hat, dass sie weiterhin nach vorne so gespielt hat. Wir sind enttäuscht, wir wollten einen Sieg. Und diesen Punkt nehmen wir mit. Vielen Dank. Sandro, wie ordnest du die 90 Minuten ein? Ja, hallo zusammen. Ein sehr aktives Spiel von beiden Seiten. Ich finde auch, dass meine Mannschaft sehr mutig war, sehr aktiv war, was Verteidigungshaltung angeht, was Anlaufverhalten angeht, dass wir auch viele gute Balleroberungen hatten und immer mal wieder dann auch Phasen hatten im Spiel, erste Halbzeit, auch zweite Halbzeit, wo natürlich schon auch die Qualität von Leverkusen durchkommt, wo wir dann mehr im Block verteidigt haben, wo wir dann auch die ein oder andere Torschuss zugelassen haben, aber dennoch auch zweite Halbzeit wieder sehr gut reingekommen und vor allem, wie wir dann heute mit dem Rückstand umgegangen sind. Wir hatten ja das Thema diese Woche schon mal, was Rückstand betrifft, finde ich, dass wir nicht rausgeflogen sind, dass wir immer den Glauben aufrecht gehalten haben mit der Art, wie wir Fußball spielen wollen, mit der Art, wie wir verteidigen wollen und leider mit der 2:1-Führung haben wir es dann hinten raus nicht hinbekommen, das Spiel dann auf unsere Seite komplett zu ziehen und dementsprechend Leistung sehr, sehr zufriedenstellend. Atmosphäre, Zuschauer überragend heute auch wieder nach dem Spiel, wie sie das honorieren. Und dementsprechend gehen wir, was die Inhalte angeht, was Leistung angeht, was Gemeinschaft, Atmosphäre angeht, sind wir zufrieden mit dem Ergebnis. Hadern wir ein bisschen. Dankeschön. So, noch dir vielen Dank. Dann gehen wir in die Runde. Die erste Frage kommt von der Berliner Morgenpost und Inga Bötteling. Herr Schwarz, in der 82. Minute gab es diese Elfmeter-Szene, die dann am Ende keinen Elfmeter nach sich gezogen hat. Wie haben Sie die Szene gesehen und bewertet? Klare Elfmeter. Und ich finde, habe es den Kollegen auch schon gesagt, dass Herr Brandt als Schiedsrichter, dass man eine Situation in der Schnelle in dieser Aktion, dass du da eventuell mal falsch liegen kannst. Vollstes Verständnis. Aber deswegen wurde ja der Videoassistent eingeführt und was Herr Jöllenberg, der uns auch in Gladbach gepfiffen hat, was er dann gesehen hat und wie er die Situation bewertet hat, habe ich wenig Verständnis für, ehrlich gesagt. Dann gehen wir einmal auf die Seite, bitte. Ah, Philipp Ahrens, habe ich erkannt. Hallo, ja. Herr Sioane, beim Gang in die Kurve nach dem Spiel haben einige Ihrer Spieler Trikots zu den Fans geworfen, die aber dann teilweise auch zurückkamen. Haben Sie das mitbekommen? Oh Gott, und Gott. Sie vielleicht so ein bisschen Sorge, dass da die Enttäuschung jetzt auch bei den Leuten ja doch auch wächst? Also mitbekommen habe ich es nicht. Dass die Leute, die Fans enttäuscht sind, ist verständlich, sind wir alle auch. Vor allem mit den Resultaten. Das andere ist vielleicht die Leistung am heutigen Tag. Ich glaube, was man der Mannschaft und den Spielern auf keinen Fall vorwerfen kann, ist fehlendes Engagement, fehlende Bereitschaft, fehlende Kampfbereitschaft auch. Ich glaube, das war heute sowohl im Individuellen wie auch als Team sehr gut. Und wie ein Zuschauer seine Enttäuschung dann auch zeigt, das ist dann etwas Persönliches von jedem abhängig. Das, ich glaube, das muss ich nicht bewerten. Ja, aber ich glaube, dass das verständlich ist, dass Leute enttäuscht sind, sind wir auch. Dann gehen wir einmal eine Reihe weiter, bitte, zum Kicker, Janis Klingbeil. Ja, Herr Schwarz, der Trend zeigt eindeutig nach oben bei Hertha. Was sind jetzt die größten Fortschritte in den vergangenen Wochen? Ist es der Fakt, dass sich die vielen Neuzugänge jetzt akklimatisieren und die Mannschaft sich immer mehr findet? Ja, ich finde, dass es erstmal auf dem Platz ist, es die Aktivität, die wir haben, die
Automatismen, die langsam greifen, die das gerade was Anlaufverhalten betrifft, Vorwärtsverteidigen betrifft, sich gegenseitig unterstützen, sichern im Zweikampf, das finde ich, sind gute Schritte. Und dennoch gibt es auch da wieder Inhalte zu optimieren, nach Balleroberung noch sauber wegzuspielen, ein Positionsspiel sauber und präzise aus den Positionen heraus zu spielen. Und das sind alle Elemente, die uns wichtig sind und wo wir natürlich schon auch jetzt heute gegen einen sehr, sehr guten Gegner, einen sehr gut eingestellten Gegner auch, wo wir heute dennoch eine gute Leistung absolviert haben. Und außerhalb des Platzes ist ganz klar Atmosphäre im Club mit Mitarbeitern, Trainerteam, Staff, Mannschaft, herausragend. Und ich glaube, das spürt man auch die Leute nach dem Spiel, wie sie uns wahrnehmen. Und das ist wichtig. Wir haben immer gesagt, dass das, was zwischen den Kreidelinien passiert, dass wir auch den Leuten zufriedenstellen wollen, wie die Art und Weise, wie wir auftreten. Und dementsprechend ist es ein guter Weg und dennoch lange, harter Weg, wo wir uns einstellen müssen. Dann gehen wir einmal bitte zum Tagesspiegel, Sebastian Schlichting, und dann können wir nochmal auf die andere Seite. Eine Frage an Herrn Schwarz. Marco Richter hat letzte Woche sein erstes Tor nach dem Comeback erzielt. Heute hat er ein Traumtor nachgelegt. Wie haben Sie es gesehen? Sehr gut zusammengefasst, ehrlich gesagt. Ein sehr schönes Tor letzte Woche mit Davy Selke auch zusammen, uneigennützig rübergespielt und dann heute das Traumtor erzielt. Und ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, dass es einfach jetzt unabhängig vom Sport, Trainer oder Spieler einfach schön zu sehen ist, dass ein Mensch, der eine Schockdiagnose erlitten hat, dass er sehr gut umgegangen ist, die Familie ihn sehr gut unterstützt hat, wir im Club ihn sehr gut unterstützt haben und dass es dann natürlich dann auch eine passende Geschichte so mit unserem Weg, wie Marco auch damit umgegangen ist und jetzt die Krönung mit diesem Traumtor heute. Dann gehen wir einmal hier rüber, ist der Kollege vom Stadtanzeiger, richtig? Rheinische Post. Hallo Herr Seoane, Paulinho stand heute nicht im Kader, vielleicht können Sie diese Entscheidung bitte kurz begründen. Danke. Sportliche Entscheidung. Wir können 18 Spiele plus 2 Torhüter mitnehmen und habe mich für andere Spiele entschieden. Dann gehen wir noch mal eins weiter, bitte. Ja, Herr Schwarz, noch mal kurz zu Marco Richter. Der Kollege hat es gesagt, nach der Einwechslung wieder getroffen. Können Sie ihn dann jetzt in Mainz überhaupt wieder auf die Bank setzen? Und für wie lange reicht seine Kraft eigentlich aus nach der langen Pause? Das geht auf jeden Fall. Aber wir werden sehen, jetzt haben wir eine Trainingswoche, haben jetzt eine kurze Trainingswoche auch, weil das Spiel am Freitag ist und jetzt wird das Spiel analysiert anhand von Videobildern, Gespräche geführt, Trainingseinheiten absolviert in der Umsetzung, was wir für Mainz brauchen am Freitag. Und dann werden wir Entscheidungen treffen, wer von Beginn an spielt und wer im Kader ist. Aber es geht alles. Wir gehen in die erste Reihe oder in die zweite vielmehr zu Arne Richter, dpa. Wo wir bei Kaderfragen sind, Rochel war nicht im Kader. Wir hatten am Donnerstag noch ein bisschen spekuliert, dass er sogar spielen könnte, von Anfang an sogar. Wie ist der Stand da? Was war der Grund, dass er nicht dabei war? Ja, nochmal, wir sind von seiner Qualität absolut überzeugt. Und dennoch müssen wir auch berücksichtigen, dass er erst seit 8 Tagen im Trainingsprozess ist, aus Südamerika gekommen ist, eine andere Intensität hier vorfindet in den täglichen Trainingseinheiten und dass es dann auch mal ein bisschen Zeit braucht. Und dennoch bin ich überzeugt davon, dass es ein sehr, sehr wichtiger Spieler auch für uns wird in unserer Gruppe. Und die anderen Jungs haben es auch gut gemacht, das darf man nicht vergessen. Das habe ich in der PK auch schon gesagt, mit Filip Uremovic, Kempfi, Marton auch. Und dementsprechend haben wir uns für dieses Wochenende so entschieden, dass Agu noch weitere Trainingseinheiten dann absolviert. Gibt es noch weitere Fragen? Guckt nochmal in die Runde. An der Seite gibt es auch keine. Dann sage ich herzlichen Dank fürs Kommen, den Gästen gute Heimreise und alles Gute auch für Dienstag für die Champions League. Bis dahin, bleibt gesund, Hauhe. Dankeschön.